Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Ja, Dienstag, 10.15 Uhr. Yeah. So, ich würde heute mit euch gerne noch einen Ausflug machen. Ressourcen abholen? Ja, ein kleiner Ausflugstag. So, wir springen mal hier. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wobei, war das vor langer, langer Zeit mal an Anju, die meinte, vom Glasturm runterspringen, das würde sie sich wünschen? Ich glaube, es war Anju. Ich glaube. Bin mir nicht sicher. So. Darüber muss ich noch, denn... Danke für den Hinweis. Ugh. So. Yeah. Da fehlt irgendwo ein Fenster. Aber wo? Das ist kein Fenster, das ist eine Tür. Aber es sah so aus. Ja. Ich gestehe es zu. So, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Vielleicht nehmen wir uns noch ein bisschen... So müde sind wir schon langsam. Es ist 8 am Nachmittag, Abend, wie auch immer. Aber ich würde schon gerne mit euch jetzt losfahren noch. Zuerst trinken. So. Da hängen wir den restlichen Fisch auf. Mach doch noch Fischlicht drauf. Nein, jetzt ist gut. So. Fischlichter müssen wir sowieso noch machen. Ja. So. Dennoch würde ich gerne mit dem Wagen losfahren. So, und den nehmen wir mit, einfach weil es geht. So, Tank? Okay, wir sind ja schon länger mit dem Truck nicht gefahren. Ich habe schon befürchtet, da ist noch weniger drin, aber es geht. Es geht, es geht, es geht. So, ich dachte, wir sind schon unter der Hälfte. Ja, aber bei den derzeitigen Spritpreisen ist sowieso weniger tanken, spritsparend fahren und so weiter. Ich habe auch darüber nachgedacht, ich würde tatsächlich, auch wenn das etwas seltsam klingt, ich würde gerne die Beleuchtung weiter vorziehen, weil sie geht ja nur so in Richtung Kopfermine. Das hätte ich gerne weiter vorgezogen. So, mehr Straßenbeleuchtung. Ist natürlich, nimmt Platz beim Fahren weg, stimmt? Da waren Waschbär. Waschbär. Stimmt auch. Außerdem, apropos Waschbär, und weil ich gerade an Schaf gedacht habe, irgendwann mal sind aus meiner Sicht Füchse verschwunden. Wir haben auch in diesen anderen Biomen, haben wir da irgendwann mal eine einmal, oder? Aber ich mir überlege, was für ein Endboss der Fuchs früher war. Naja, jetzt ist er eher ungefährlich. So, da ist die Kobalthöhle. Da müssen wir nicht einmal unbedingt reinfahren. Wobei, da würde ich eigentlich gerne... Moment. Bleiben wir da mal stehen. Kobalthöhle. Die Kobalthölle. So, wir haben außerdem keinen Ding mit. Keinen Ding. Ja, genau das meine ich. Keine Lampe. Keine Stirnlampe. So. Würde ich nämlich, weil wenn die herumlaufen, kann man dabei wenigstens die Steinchen rausnehmen. Ja, wir werden uns nicht ewig damit beschäftigen. Natürlich. Aber schadet nicht. Und dann freuen wir uns später, wenn wir herkommen. Ja, ja, die Müdigkeit. Ich weiß. Müdigkeit. So, würde nämlich gerne Kobold diese Runde auslassen, aufgrund der Müdigkeit, aufgrund von brauchen wir gar nicht und eher den Fokus auf Alu legen. Ja, Kopfer wäre auch wichtig. Allein wenn ich an die Verkabelung der Brücke denke. Oder? Boah. So, da waren wir auch drin. So, dann haben wir noch den da. Nein, egal. Leg ihn doch zurück. Nein.
Und bam. So, und der letzte noch. Oh, da hinten ist ja noch einer. Jetzt hätte ich fast auf den gedrückt. Das wäre es aber gewesen, oder? Mit unserer schönen Tour. Hätten uns rausgeschleppt. Schwerst überladen, von Skorpionen zerstochen und draußen hätte der Dicke auf uns gewartet. Was für ein schönes Ende. So. So, meine Lieben, dann wäre das mal die Kobalthöhle. So, krieg noch eine Sehnenscheidenentzündung vom Klicken. Ich hoffe, die Aluhöhle ist gut beleuchtet. Wir haben ja keinen Helm mit. Haben wir einen Frosch überfahren, glaube ich. Ja, wenigstens so. Vielleicht leuchten wir einfach in die Höhle rein. Würde ja auch gehen. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ob das überhaupt funktioniert, meine ich, wenn man in die Höhle so reinscheint. Ui, mit dem... Oh. Doch, geht. Zum letzten. Alles raus. So, das gehen wir mal da rein. So soll es sein. Und jetzt das ganze Alu. Super, zwei Windräder. Ich will es nur sagen, zwei Windräder sind das schon wieder. Ich rechne nur in Windrädern. So, dann haben wir hier. Wahnsinn, oder? Das ist super. So. Jetzt dachte ich, da steht wieder. So. Heute muss sowieso leider eine kurze Folge sein. Leider, leider. So, der ist voll, dann haben wir den noch. Dafür entschuldige ich mich jetzt im Vorhinein, aber so kurz vor Weihnachten. Da ist so viel zu tun, so viel zu machen, zu organisieren. Sachen und Dinge. Ja, ja. So. Die Ressourcen abholen. Und, ach so, ja, push the button. Das hilft manchmal. So, was haben wir dann? Uah. Ah. So, das machen wir noch. Dann bringen wir den Wagen mal raus. So. Vorwärts mit dem Handwagen. Oh, es regnet. Und jetzt bitte keinen dicken.
zweite von oben. Damit wir diesmal von oben beladen, ist auch besser, weil dann können wir zu Hause auch die Kisten abladen. Ja, gut mitgedacht. So. Haben wir eine verloren unterwegs? Na egal. So. Das ist der. Ich hoffe so sehr, dass der Dicke nicht kommt. Natürlich könnten wir auch die Kisten von Truck austauschen mit denen. Aber das. Moment. Okay, die drei noch. Aber. Ich glaube, dass das gar nicht so. Uch. Warum so voll beladen? Über. So, ich glaube, dass das dann gar nicht so gut aussieht, wenn man das macht. So, Jupiter. Und runter. Bam. So, der ist leer. Da ist was drin. Und da ist auch was drin. Das ist der letzte. Yeah. So, der ist voll. Dann machen wir den noch. Wahnsinn, oder? Die Menge an Alu, die wir da inzwischen aus unserer Mine rausholen. Super, 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 super. So, bringen wir das mal raus. So. Ich sollte nicht immer mich so absolut voll anladen. Allein schon vom Gewicht her ist das überaus unklug. Mhm. Und da hätte ich jetzt gern diesen Alles-Rüber-Button. Mhm. So. Ja, er geht schon die ganze Zeit. Dabei ist gerade erst einmal Mitternacht. Super. So, und ich glaube, der letzte, den müssten wir auch noch. Ist der letzte noch? Nein, da ist nichts mehr drin. Da ist noch ein bisschen was drin. Komm. Dann können wir den Wagen da herstellen. Dass wir tatsächlich niemandem begegnet sind, ist aus meiner Sicht überaus seltsam. Sehr, sehr seltsam. Was planen die? So, jetzt könnte man natürlich noch ein wenig Kobalt nachholen, aber ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht noch in die Höhle rein und Kobalt holen. Die lassen wir voll laufen, die Kobaltgeneratoren, Extraktoren. Na, wow. Eine ganz schlechte Kurve gekriegt. So, und jetzt ab nach Hause. Sind wir richtig? So. Was ich schon gerne noch geholt hätte, wäre Kupfer.
Kopf hätte ich noch gerne rausgeholt aus der Mine, aber es ist einfach schon wirklich etwas zu spät. Ja, ja. Aber da vorne müsste irgendwo die Abzweigung sein. Ja. Ja, es ist zu spät für heute noch Kopf erholen. Das können wir vielleicht noch ergänzen irgendwann, aber ist doch schön, wenn wir jetzt so hier in der Nacht, oder? Die Fenster, also jetzt, wo ich so in der Nacht ohne Scheinwerfer sehe, bin ich der Meinung, müssten wir bald, bald müssten wir das korrigieren. So, wir legen uns schnell mal hin. Gute Nacht. So. Jetzt bis 6 Uhr früh mindestens, wobei wir werden länger schlafen. Okay, er war echt müde. Er war echt schon müde. Bis 9 Uhr hat er geschlafen. So, das war das Skorpionfleisch. Eigentlich könnten wir das auch gleich essen. So, die Dose bringen wir weg. Dann haben wir heute toll Ressourcen geholt. So, schon 6 Dosen, super. Na bitte, geht doch. So, da ist alles gut. Da ist auch alles gut. Da werfen wir das jetzt so rein. Yeah. So, ein paar Steinchen. Sehr gut. Noch Steinchen über. Ja, ein paar schon. Ja, ein paar schon. So. Dann später können wir die natürlich umstellen, dass wir wieder hier... vielleicht machen wir das jetzt schon. Oder? Machen wir das jetzt schon. Aber ich hätte gerne mehr Steine-Reserve in Wirklichkeit. Dass die ganzen Steinekisten, auch die draußen und die hier, dass die alle voll sind. Naja. Wird kommen. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Not, kommt Unrat. Ich wollte nur als Ray stechen. Ah. Und der zerstört da unten wieder. Warum bleibst du da runter? Nein. Oh, das war aber irgendwie knapp, oder? Es wirkte so. Ja, wir brauchen noch Haltbarkeit minus 6, Haltbarkeit minus 6, Haltbarkeit. Minus 6, wir müssen das alles neu machen. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, wir müssen die ganze Rüstung neu machen. Oh mein Gott. Oh, das ist viel. Es war Mike. So, Tücher. Ja, wir legen es mal ab. Unsere Sachen und dann holen wir uns die Tücher und die Sachen, die wir brauchen. So, Moment, das kommt noch da rein.
Machen wir das gleich um? Nein, ich pack's mal da rein. Kann man später mal machen. So, Mechanik, yeah. Pfeile und Rüstung hängen wir jetzt weg. Was ist denn eigentlich mit der Rüstung? Mit der einen Rüstung, die da noch am Wäscheständer hängt? Wäscheständer, Kleiderständer, egal, Ständer. So, die da, die hat 18 von. So, ja, schrecklich, die werden wir jetzt auch gleich entsorgen. Ja, es ist schrecklich. Ja, der Mann mit Hut. Einfach nackter Mann mit Hut. Super. Ja, ganz toll. Nein, aus Rache kann ich ihm das Fleisch nicht wegessen. Oh, Mike, bitte. Wenn ich diesen Müll sehe, wann räumst du dein Zimmer auf, Mike? So. Wir brauchen Rüstung. Wir brauchen Rüstung. Gegenstände. Ja, das passt. So, wir brauchen Rüstung. Wir brauchen Beinschutz, Gegenstände, Schutz und Kleidung. So, das hier brauchen wir. 5 Tuch, 10 Kevlar. Na klar. Das einfach alles mit. So. Also, wir fangen an mit Brustschutz. Gegenstände, Schutz und Kleidung, Brustschutz. 5 Tuch, 10 Kevlar. Gut. Und 5 Tuch. Okay. Ja, an der Werkbank. So, super. Nach der Schutz und Kleidung brauchen wir die Beine. An der Werkbank. 5 Tuch, 8 Kevlar. 5 Tuch. 1, 2, 3, 4, 5. Und 8 Kevlar, Beine. So, wir brauchen nun Gegenstände, Schuhe. 4 Tuch, 4 Kevlar. 4 Tuch, 4 Kevlar. Super. Overheating? Sagen wir das hier. Paket 100, wir hätten es eh gehabt. Okay. Egal. So, wir haben hier, glaube ich, ein Kühlshirt. Das ziehen wir mal an. Was macht das? Minus 10 Hitze. Na gut, das gibt 4, 2, 8. Also, wir kühlen auf 2 runter. Das ist schon okay, aber natürlich wird nicht reichen. Kühlshirt. Genau, so eine Kühlhose. Die gibt es auch. Gegenstände, Schutz und Kleidung. Wir brauchen die Cargohose. Nein, die Cargohose. 6 Tuch an der Werkbank. Das machen wir gleich mal. 6 Tuch. Okay, wir brauchen mehr Tuch. Gegenstände, Bündel, Tuch. 25 Rindenmulch. Es war der Rindenmulch. 15 Pflanzenfasern und 25 Rindenmulch. Okay. Wenn man von der Sonne spricht, dann scheint sie. Was? Wie?
Also ich... Man kann alles übertreiben, oder? Also, definitiv. Das ist übertrieben, meine Lieben. Okay. Ach ja. Gut. Wir waren beim Schleifen. So. Ändert nichts, wir brauchen ein Tuch. Aber meine Lieben, wir müssen die Folge jetzt schon beenden. Sorry. Und ja, wir räumen noch das Inventar aus, trinken noch einen Schluck auf den Schock hin. Ja, haben wir uns verdient. So, ein Stahl war da noch. Dann haben wir... Ja, das ist egal, das räumen wir weg. Das kommt weg, das werfen wir weg, werfen wir weg. Oh, Leder, Lehm. Fettiger Lehm. Und irgendwann werden wir uns auch mit Pfeil und Bogen bewaffnen. Hallo Mike. Wie spät ist es denn? Ach, nicht das, okay. Ach ja. Ja, bei der Regenbogenbrücke müssen wir auch noch weitermachen. Ja, aber es hilft nichts, meine Lieben. Ich glaube, wir müssen... Oh. Ich glaube, es ist am besten, wir beenden jetzt die Folge. Ja. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.